Willkommen. Willkommen zum Genre Kabarett heute Abend, das sich in der letzten Zeit, Dankeschön, das sich in der letzten Zeit doch erstaunlich vielfältig präsentiert, nicht wahr? Warum auch nicht? Warum sollte der Graben, der durch die Gesellschaft geht, nicht auch seine Spuren im Kabarett hinterlassen? Und das macht letztlich das Satire-Sortiment ja auch eigentlich nur ein bisschen breiter. Sie haben die Wahl. Da gibt es das Kabarett der vermögenden weißen Männer, die 16-jährige Klimaaktivistinnen angreifen und die ihnen vorwerfen, der Greta, sie würde mit ihren Plänen, die das Leben von Milliarden Menschen aufs Spiel setzen und deren Tod billigend in Kauf nehmen. Klar. Kabarett über politische Aktivisten, die vielleicht noch nicht ganz erwachsen waren, aber immerhin alt genug sind, um sich politisch zu betätigen und vor der UN aufzutreten, das ist einfach nur eine Sache von alten, weißen, rassistisch bösen Männern. Herzlich willkommen im satirisch-kabarettistischen Irrenhaus. Das neue Standardschimpfwort der neuen Linken, das kennen wir ja schon, der alte, böse, weiße Mann. Doch in diesem Fall hat's irgendwie noch nicht mal einen thematischen Sachbezug. Ich meine, wenn jetzt dieser Begriff in Bezug auf die Flüchtlingsthematik fällt, dann hätte es zumindest einen thematischen Bezug. Ob jetzt dieser Begriff, diese Beschimpfung gerechtfertigt wäre im jeweiligen Fall, ist jetzt eine ganz, ganz andere Frage. Aber diesmal hier nimmt jemand eine politische Aktivistin auf die Schippe, die eine Galionsfigur der Medien geworden ist. Und ohne jeden Sachzusammenhang sind die Kritiker dieser Person alte weiße Männer. Und damit erstmal hallo und hey Freunde! Wieder mal was etwas Relevanteres, was ich in diesem Video behandeln will, weil ich meine, der gute Aktuarium von letztem Mal, der ist zwar ganz interessant, aber ich glaube, das heutige Thema ist dann doch noch ein bisschen relevanter. Und das jetzt nicht nur, weil ich den Kabarettisten Max Uthoff gerade gezeigt habe bei seinem neuen Programm. Es geht nämlich um die Causa Dieter Nuhr und seine Kritiker. Auch die Kritiker in seinen eigenen Reihen unter seinen Kollegen. Aber ich war jetzt noch nicht ganz fertig. Wir lassen den guten Uthoff jetzt erstmal fertig labern. Allzu viel Material aus dem Fernsehen will ich aber jetzt nicht zeigen. Ich werde noch mehrere Kabarett-Sachen erwähnen. Aber sorry, ich traue mich nicht, mehr Fernsehausschnitte zu zeigen, denn ihr wisst ja, wie das läuft. Sie haben die Wahl. Da gibt es das Kabarett der vermögenden weißen Männer, die 16-jährige Klimaaktivistinnen angreifen und die ihnen vorwerfen, der Greta, sie würde mit ihren Plänen, die das Leben von Milliarden Menschen aufs Spiel setzen und deren Tod billigend in Kauf nehmen. Und dann, Zitat Dieter Nuhr, wo finden wir dann 4 oder 5 Milliarden Freiwillige zum Ableben? Wer sucht die aus? Macht Greta das selbst? Ich traue ihr das zu. Den Blick dafür hat sie. Ne? Und wer auf diese Art und Weise minderjährige Klimaaktivistinnen assoziativ an die Rampe nach Auschwitz stellt, um dort Leben zu selektieren, wird in diesem Land als Rebell gefeiert. Wenn wir Menschen dazu auffordern, sich in der Öffentlichkeit von Rechtspopulismus klar zu distanzieren, dann finde ich, sollten wir das im Kabarett auch machen können. Also, erst einmal ging es in dieser Kritik einfach nur darum, dass Klimaaktivisten wie Greta Thunberg gerne unüberlegte Forderungen aufstellen, und damit meine ich jetzt nicht die Erreichung des 1,5 oder 2 Grad Ziels, das unterschreibe ich. Nein, es geht darum, dass hier für Maßnahmen plädiert wird, wie zum Beispiel den Gürtel enger schnallen und so weiter. Maßnahmen, die wir zwar machen könnten, weil wir hier in einer Überflussgesellschaft leben. Also bei uns wäre es jetzt keine große Sache, wenn man schaut, wo man Strom oder Wasser einspart. Aber sagt das doch mal den Afrikanern und Asiaten, die gerade froh sind, dass sich ihr Lebensstandard gerade erhöht. Sagt denen doch mal, sie sollen weniger Fleisch essen. Die zeigen dir einen Vogel. Sowas machen die nicht mit.
Deswegen wird es nur möglich sein, ein weltweites, globales Konzept oder nicht nur Konzept, eine ganze umfassende Strategie zu entwickeln, wenn wir auf technologischen Fortschritt, einen Wechsel in der Erzeugung von Energie und so weiter, wenn wir auf sowas setzen. Aber mit so Parolen wie Gürtel enger schnallen und so, das kannst du bloß bei denen, die schon zu viel haben, nicht aber weltweit. Und es ist doch offensichtlich, dass es Dieter nur hier darum ging, dass diese Forderungen einfach unüberlegt sind. Das war harmlos, Mensch. Und ist das der Ernst des linken politischen Kabaretts, sich hier jetzt darüber zu beschweren, dass 16-jährige Klimaaktivistinnen kritisiert werden und darin gleich ein Nazi-Vergleich gesehen wird? Während gleichzeitig ständig die olle Phrase vom alten weißen Mann gedroschen wird und sogar in Zusammenhängen, wo es noch nicht mal um Ausländer oder Rassismus geht. Sag mal, wie viele Maßstäbe muss man eigentlich im eigenen Küchenschrank haben, damit einem das nicht auffällt? Und ja, sich inhaltlich von Extremisten, egal welche Extremisten, zu distanzieren, am besten sogar, indem man deren Position gleich selbst in der Luft zerfetzt und sich mit denen anlegt, sowas ist mir viel lieber als jedes Lippenbekenntnis aller, ja, ich bin ja auch nicht mit allem einverstanden, was die sagen, oder ich bin ja nicht so wie die. Sich zu solchen extremistischen Positionen klar zu positionieren und fragwürdige Positionen selbst anzugreifen, das ist mir lieber und erscheint jedermann glaubwürdiger als nur so eine mündliche Distanzierung. Weil das ist machen statt nur reden. Also ja, man sollte sich von extremistischen Positionen fernhalten, diese überdenken und diese immer angreifen, sobald sie einem auffallen. Aber wer Dieter Nuhrs Auftritte sieht, der dürfte eigentlich keinerlei Zweifel dran haben, dass er mit den Höcke-Klonen zum Beispiel nichts zu tun hat, dass er mit dem Ku Klux Klan nichts zu tun hat und so weiter. Alles, was Dieter Nuhr macht, ist seine Position vertreten und auch Inhalte und Strömungen kritisch zu kommentieren, die von den Medien sehr, sehr gehypt werden. Etwas, was im linken politischen Kabarett heutzutage weniger vorkommt, sage ich mal. Dieter Nuhr hat die stählernen Eier dafür, sich über Leute und Ideen oder Strömungen lustig zu machen, die im Fernsehen und unter seinen Kollegen sehr, sehr populär sind. Und wenn man halt in diesen Strömungen mit sehr autoritären und mitunter bedenklichen Forderungen aufwartet. Dieser Orkan ist nicht der einzige Orkan, mit dem wir es zu tun haben. Die Apokalypse steht kurz bevor. Da sind sich alle Parteien einig. Uneinig ist man sich in der Politik bloß darüber, warum die Welt schon wieder untergeht. Fragt man die Grünen, dann liegt es am Klimawandel und sicher ist ein ernstzunehmendes Thema, bloß bringt die Angst vor dem Klimawandel nicht nur sinnvolle Ideen hervor. Es ist immer schön, wenn ich Witze erzähle, die ich selber nicht kenne. Aber gut. Nee, da gibt es tatsächlich zum Beispiel den Club of Rome, der hat uns schon eine globale Ein-Kind-Politik angeraten, war in China schon kein erfolgreiches Konzept und ich bezweifle, dass es das für uns auch sein wird. Aber es gibt noch schärfere, es gibt bei den Grünen tatsächlich Leute, die raten uns dazu, komplett auf Nachwuchs zu verzichten, weil das können wir dem Planet nicht antun, noch Kinder in die Welt zu setzen. Und das können wir unseren Kindern auch nicht antun, sie zu zeugen. Zu spät. Jetzt verstehe ich allerdings den tieferen Sinn des Pariser Abkommens endlich. Also das. Wenn man solche Forderungen aufstellt und ein großer Teil der Medien und Künstler dies nicht wahrhaben wollen, bin ich dankbar um einen Nuhr, der das wenigstens auf die Schippe nimmt. Und dafür verdient nur von allen Kabarettkünstlern wohl den Namen Rebell noch am ehesten. Schließlich erntet der Kerl regelmäßig Shitstorm. Sich distanzieren, sich beziehungsweise mit fragwürdigen Ideen anlegen, auf der anderen Seite tut er ebenfalls jederzeit, wenn man ihm denn mal zuhören würde.
Das politische Kabarett ist heute in weiten Teilen einfach nur noch ein gespieltes links-illiberales Bauerntheater geworden, wo man einen auf super kritisch und Revoluzer macht, indem man sich nämlich bemüht, möglichst radikal zu wirken und aufzutreten, aber sich dabei keinerlei Gedanken macht darüber, ob die Konzepte und Ideen, die man als Alternative zu den kritisierten Modellen und Ideen aufstellt und rausposaunt, wirklich praxistauglich oder gar nicht sogar selbst extremistisch sind. Zum Beispiel erinnere ich mich an eine Ausgabe der Anstalt vom November 2018 zum Thema 100 Jahre Republik und Demokratie. In dieser Ausgabe wurde allen Ernstes die SPD, die damals vor 100 Jahren die erste Republik auf deutschem Boden starten musste, als selbstsüchtiger Verein dargestellt, der einfach bloß an die Macht kommen wolle, während Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg als die wahren Revolutionäre über den grünen Klee gelobt wurden, obwohl ja die versucht haben, gegen die Republik zu putschen und eine Sowjetrepublik aufzubauen. Kommen wir aber jetzt mal zurück zu Friday for Future. Viel Kritik an Greta, die immerhin vor der UN, wie gesagt, reden kann und eine Ikone einer wichtigen politischen Bewegung ist. So ikonenhaft, dass viele nur noch sie im Blick haben, anstatt dem Thema Klimaschutz selbst. Und so ikonenhaft, dass sie sogar als Wachsfigur in Madame Tussauds in Hamburg inzwischen ausgestellt ist. Worüber ich mir allerdings wiederum eher Sorgen mache, wenn aufgrund der globalen Erwärmung die Klima-Ikone selbst anfängt zu schmelzen. Und sowas sollte man meines Erachtens im Kabarett immer kritisieren können, denn wofür ist das Kabarett denn sonst gut? Viel Kritik an Greta und ihrer Bewegung richtet sich an ihr ziemlich extremes Auftreten, auch wenn es unter Aktivisten natürlich durchaus üblich ist, extrem aufzutreten, kontraproduktiv ist es trotzdem. Sowie dem vom eigentlichen Thema ablenkenden dümmlichen Personenkult unter Aktivisten und Journalisten um Greta Thunberg. Ein dümmlicher Personenkult, der sich dann nicht nur darin zum Beispiel ausdrückt, dass dann Plakate gemacht werden, in denen Greta Thunberg neben Sophie Scholl abgebildet wird, sondern auch darin, dass zum Beispiel, wenn eine Klimakonferenz stattfindet, an der Greta Thunberg kurzfristig dann doch nicht teilnimmt, weil sie kurzfristig absagt, und dann ist in den Medien überall nur noch die Rede davon, dass Greta Thunberg nicht zur Konferenz erschienen ist und was bei der Konferenz dann besprochen wurde und was dabei rauskommt, interessiert dann keinen, steht nirgends oder wenn dann nur in einem Halbsatz, Nebensatz ganz am Ende. Das Wichtigste ist, dass Greta nicht anwesend ist, was bei dieser Konferenz unter Experten beschlossen wurde. Das ist unwichtig. Oder aber wir dürfen in der Zeitung erfahren, dass wenn Greta Thunberg mit dem Zug fährt, sie dann vom Schaffner ein Stück Schokolade bekommen hat. Stattdessen, dass man zum Beispiel in den Zeitungen viel mehr Sachinformationen zum Thema Klima und Klimawandel brächte, sodass die Leute auch gut über das Thema informiert sind. Und ja, Dieter Nuhr ist, wie schon gesagt, eine der wenigen im Kabarett, die immer mal wieder heftig Gegenwind bekommen. Und das auch aushalten. Im Gegensatz zu dem, was heute im Kabarett als gesellschaftskritisch angeboten wird, was nur allzu oft durchdrungen ist von über dem großen Teich importierten Alt-Left-Schnodder und was oft geradezu einseitig und oft auch unfair ist. Und außerdem lehrt das heutige politische Kabarett eigentlich keinem Politiker mehr das Fürchten. Früher, in den 80ern, hat es ein Dieter Hildebrand noch fertiggebracht, dass eine Scheibenwischersendung nicht gesendet wurde, weil das bayerische Fernsehen sich das nicht traute. Inzwischen lächelt jeder Politiker über das ach so unerhörte, scharfzüngige, gesellschaftskritische Kabarett, das in Sachen Populismus, zum Beispiel eben, wenn die politischen Gegner einfach mal so eben grundlos als alte weiße Männer diffamiert werden, dem Populismus seiner politischen Gegner einfach um nichts nachsteht. Aber das habe ich ja schon mal selber gesagt. Die Missgeschick des Bayerischen Landtags, es schafft nie jemand hat es vor ihr geschafft, so glaubwürdig als Kämpferin
gegen Sexismus, Diskriminierung und Rassismus aufzutreten und gleichzeitig in einem Interview Kunst zu tun, dass sie es satt habe, im Landtag vor lauter alten weißen Männern umgeben zu sein. Und da folgt sie leider einem beschämenden Trend, weil das stelle ich bei Politikern dieser Richtung fest, das stelle ich bei Kundgebungen fest, das habe ich letztes Jahr bei der Artikel 13 Demo, wo ich hier in München war, festgestellt, bei Rednern, das habe ich auch bei Künstlern schon leider festgestellt. Das soll, jetzt kommt, der alte weiße Mann ist jetzt ein Schimpfwort geworden, oder noch besser, der böse alte weiße Mann. Wenn man schon, wie die gute Kathi, politische Gegner kritisieren will, wäre es doch eher angebracht, die Inhalte und die Handlungen dieser Leute zu kritisieren und das nicht in Zusammenhang mit deren Alter, Geschlecht und Hautfarbe zu bringen, weil das hat damit eigentlich weniger zu tun, ganz besonders dann nicht, wenn man als Kämpfer gegen Diskriminierung auftreten will. Ja, Populismus ist kein Alleinstellungsmerkmal von nur einer politischen Richtung. Und wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, was Kritik am Verhalten von Klimaaktivisten mit Rassismus zu tun haben soll, sodass der Begriff alter weißer Mann hier noch irgendwie halbwegs sinnvoll erscheinen würde. Selbst wenn man den rassistischen und populistischen Faktor hier ausblenden wird. Aber am besten, man mischt einfach all seine Feindbilder alle in denselben Topf und so hat man dann genau nur noch einen einzigen Bösewicht, der das Böse schlichthin präsentiert. In dem Fall der alte, böse, weiße, rassistische Cis-Mann. Und so hat man ein rhetorisches Schweizer Taschenmesser, das man immer und überall einsetzen kann. Das Taschenmesser des alten, bösen, weißen Mannes. Die Zeit, in denen das Kabarett gegen den Strom schwamm, die ist in vielen politischen Bereichen längst vorbei. Es gab und es gibt Ausnahmen. Es gab auch schon mal eine Anstaltssendung, die vom Sender und von der Mediathek genommen wurde, wegen viel Protest. Ansonsten ist das, was einem hier als gesellschaftskritisch angeboten wird, oftmals ein Gipfel der Unverschämtheit. Am fremdschamerregendsten fand ich ehrlich gesagt die Sendung, die die Anstalt letztes Jahr zum Thema Rassismus gemacht hat, anlässlich der Black Lives Matter Bewegung. Weil das, was da an Generalanschuldigung an die gesamte Bevölkerung gebracht wurde, das hätte auch gut und gerne aus der Feder eines Moritz Neumeier, Tarek Tesfu oder Nico Semsrott stammen können. Und das Beste ist, diese Herren waren noch nicht mal in der Sendung mit dabei. Aber manches Gebaren und manche Rhetorik ist einfach wie dafür gemacht, Leute so hinters Licht zu führen, dass sie gleichzeitig das Gefühl haben, die Erleuchtung erlangt zu haben. An dieser Stelle kann ich sagen, was ich am linken politischen Kabarett noch immer mag, ist, wenn es um so Themen wie Soziales und so geht. Da bin ich dann doch lieber auf der Seite eines Urban Priol als zum Beispiel eines Dieter Nuhr. Aber ansonsten kann ich zum Abschluss dieses Videos einfach nur sagen, nur weiter so.